Ja, sie haben den Schuh verloren oder die Pferde respektive, ja. Pro Prüfung vielleicht sind es mal 5, Grand Prix wenige. Es kommt sehr darauf an, auch wie die Linien gestellt sind. Manchmal enge Linien, da unterlaufen die Pferde manchmal ein wenig und treten sich eher mal in die Eisen. Ja, die Pflege ist das eine, dann der Schmied ist das andere, der zu Hause das Pferd auch wirklich beschlägt von A bis Z, also der den Huf auch kürzt. Und ja, wenn das alle oder regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen passiert, dann ist da schon mal eine gute Basis gelegt. Ja, die Pflege an und für sich ist sehr individuell. Das ist auch, was das Beste ist, das entscheidet dann der Reiter oder der Boden, in dem er arbeitet. Also grundsätzlich Fett ist immer gut, da es den Huf eigentlich konserviert oder schützt auch vom Sand, der sehr erosiv sein kann. Sonst die Pflege, zu nass ist auch schlecht, also das ist sehr individuell. Also eben beim Sand, Quarzsand ist sehr erosiv, der arbeitet wie Schleifpapier am Huf und so muss der Huf auch geschützt werden. Also ob jetzt das mit Fett ist oder mit Wachs, der dann am Boden zugefügt wird. Der beste Untergrund für das Pferd ist immer die Wiese, das weiß eigentlich jeder. Ja, der Boden, harter Boden ist meist besser für das Pferd, hat dann wieder mehr Schläge. Also es hat jeder Boden seine Vor- und Nachteile. Was man hier sieht, soll nicht unbedingt für den Regionalreiter, also nicht für jeden gebraucht. Die sind schon sehr enorm für diese Höhen. Ich empfehle eigentlich eher sich auf das Reiten zu konzentrieren. Die Stollenlänge macht es nicht aus, ob das Pferd dann drüber kommt, eher die Distanz zum Sprung, oder? Und eben Stollen, das kann gut sein, aber kann auch verletzen. Deswegen Stollen immer dem individuellen Terrain. Tiefer Boden braucht manchmal weniger Stollen, weil dann greift der Huf auch so. Also ist schon sehr individuell. Und auf Sandböden ist klar, braucht es in aller Regel keine Stollen. Ja.